Hallo und herzlich willkommen alle zusammen an diesem etwas grauen und verregneten Donnerstag bei Lunch und Learn. Ich hoffe, ihr habt euch was Leckeres zu essen geschnappt heute zu dem passenden Thema der 5 Millionen Euro Muffins, bestimmt von Starbucks. Was habt ihr denn Leckeres dabei oder wo sitzt ihr gerade zum Lunch and Learn? Schreibt das gerne in den Chat rein und teilt auch gerne, was ihr macht, woher ihr kommt. Ein paar Infos von euch wären super. Mein Name ist Lina. Ich moderiere heute auch wieder das Lunch and Learn und habe heute einen total spannenden Gast für euch mitgebracht. Wie ihr gesehen habt auf der Willkommensfolie, der Adrian Raub ist mit dabei. Er ist Gründer von BD Next. Er kümmert sich darum, dass eine Kundenbeziehung von A bis Z mit einem sehr effektiven Prozess durchgeführt werden kann. Und ein Teil von diesem kompletten Prozess ist auch das Thema Angebote schreiben, worum es auch heute gehen wird. Und ihr könnt gerne mal auch in den Chat schreiben. Achtet darauf, dass ihr bei dem Chat auswählt an alle Diskussionsteilnehmer und Gesprächsteilnehmer. Dann sehen alle eure Nachrichten. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie es euch momentan so geht, auch zum Thema Angebote schreiben und vor allem das Thema, wie ihr eure Online-Präsenz in einem Angebot schreibt, wo ihr da vielleicht Hindernisse für euch habt, Herausforderungen oder sogar Probleme habt, vielleicht auch Blockaden. Ein schönes Angebot zu schreiben, könnt ihr gerne mal mit uns teilen. Ich sehe gerade die Martina von Fräulein Herkehr. Genau, Haarpflegeprodukte, sehr schön. Wen haben wir denn noch alles da? Traut euch gerne, teilt eure Kontaktdaten. Ein gutes Netzwerk ist das A und O. Und je besser wir alle miteinander vernetzt sind, umso schöner ist es doch am Ende. Genau. So, ich werde gleich den Adrian hier mit reinholen an Bord. Er wird auch noch ein bisschen was über sich erzählen. Das kann man natürlich immer ganz gut. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat oder ihr seht auch unten in der Leiste ein F und A. Da könnt ihr eure Fragen auch direkt reinschreiben. Dann ploppt das beim Adrian auch direkt vorne auf. Und dann können wir im Anschluss darauf eingehen. Wir werden auch genug Zeit haben für Q&A. Also sammelt ruhig die ganzen Fragen, die ihr habt und schreibt auch immer wieder mal, was ihr zu dem Thema haltet, wo ihr vielleicht Probleme habt oder Fragen habt zu dem Thema. Janet Betz von Kommunikationsagentur Friendship and Media. Friendship Media. Hallo, schön, dass du da bist. Der Hans ist auch da. Hallo, wundervoll. Prima. Katrin aus Bochum hier. Prima, sehr schön. Maxine ist auch dabei. Herrlich. Da haben wir eine schöne bunte Runde. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr auf den Input. Und lieber Adrian, kannst gerne deine Kamera anschalten, deinen Ton aktivieren, dass wir dich auch mal sehen. Hallo Adrian. Hallo in die Runde. Sehr schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns in das spannende Thema Angebote mit reinzunehmen. Ich bin da auch immer total hellhörig, weil ich mir denke, oh, was kann ich denn jetzt noch besser machen? Warum? Oder ja, vielleicht klappt es bei dem einen oder anderen nicht so richtig mit den Angeboten, weil man sich unsicher ist. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns da mitbringst. Aber vielleicht vorab, erzähl mal noch ein bisschen was über dich, bevor du dann mit dem Thema startest. Ja, sehr gerne. Lina, vielen Dank für die schöne Anmoderation und nochmal ganz herzlich willkommen in die Runde. Ich hoffe, jeder hat sich was Schönes zum Lunch mitgebracht. Ich habe mich mit Kaffee eingedeckt, werde aber nicht essen aus Rücksichtnahme auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, damit ich auch verständlich bleibe. Ich selber bin Gründer von BD Next. BD Next, du hast das eben schon gesagt, die Idee ist dahinter, dass es komplett am Kundenkreislauf eine allumfassende Beratung gibt. Das heißt, wie komme ich an den Kunden ran? Wie finde ich den richtigen Kunden für mich? Wie aktiviere ich diesen Kunden als Mandat? Bis hin zu, wie erstelle ich die Prozesse, die ich intern brauche, damit ich mit dem Kunden gut umgehen kann? Das heißt, klassisches Business Development. Das heißt, Key Account Management, Client Relationship Management. Und ich bin auch zertifizierter Mediator. Das heißt, für den Fall, dass es in der Kundenbeziehung irgendwann mal nicht mehr so gut aussieht, gibt es da eben noch die Möglichkeit, statt die Kundenbeziehung zu beenden und einen klaren Cut zu machen, vielleicht an den Differenzen zu arbeiten, neue Chancen zu entwickeln und vielleicht den Kunden, der ursprünglich unzufrieden war, doch noch als Bestandskunden halten zu können. Ich selber bin Steuergewächs. Ich habe aber auch eine Folie mit vorbereitet, wo ich mich kurz vorstellen kann im Rahmen von der Präsentation. Deswegen würde ich eigentlich direkt auch mit der Präsentation starten. Das kannst du sehr gerne tun.
Sehr schön. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Kann man den Bildschirm denn schon sehen? Ja, wir sehen den Bildschirm in voller Pracht. Sehr schön. Also die kurzen Einleitungsworte zu mir. Ich bin der Adrian. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über das professionelle Erstellen von Angeboten. Es ist ein sehr, sehr breites Thema. Es gibt da viel mehr, was dazugehört, als man ursprünglich mal meinen könnte. Wir beschränken uns heute aber, damit das Ganze kurzweilig bleibt, auch spannend ist und auch nicht zu sehr ausartet, auf einem bestimmten Themensegment. Ganz kurz zur Einleitung, was wir jetzt heute machen. Wir besprechen einmal so den ganzen Kreislauf von der Angebotserstellung. Es gibt eine kurze Vorstellung, wer ich bin, was ich mache und warum ich an der Stelle vielleicht auch der Richtige bin, um darüber zu sprechen. Dann gehen wir konkret in die Angebotserstellung rein. Was gehört damit rein? Was sind wesentliche Punkte? Was sind Do's und Don'ts, die man beachten sollte? Dann, was schließt sich direkt an die Angebotserstellung an? Die Präsentation beim Kunden, das ist die Kehrseite von der Medaille. Erstes schriftliche Angebot. Dann habe ich anschließend die Chance, beim Kunden vorzusprechen und das, was ich in Schriftform eingereicht habe, auch glaubhaft zu präsentieren. Und zu guter Letzt, das, warum wahrscheinlich die meisten auch sich heute mit eingewählt haben, die Geschichte zum 5-Millionen-Euro-Muffin. Eins vorab, diese Geschichte vom 5-Millionen-Euro-Muffin ist keine erfundene Geschichte, ist tatsächlich eine echte Geschichte aus dem Business. Insofern gibt es dem Ganzen noch etwas mehr Gewicht. Wenn wir über Proposal sprechen, ist das ein sehr weit gefasster Begriff. Das heißt, es fängt ja eigentlich schon an, indem man sich vorher überlegt, gerade als Gründer oder als junges Startup, wer ist eigentlich mein Kunde? Wen möchte ich ansprechen? Wem möchte ich etwas verkaufen? Und es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Herangehensweise. Was sich bewährt hat, ist, dass man sich eben am Anfang eine Nische aussucht, die man besetzt, wo man weiß, es gibt einen konkreten Bedarf. Man bietet ein Produkt oder eine Dienstleistung für diese Nische an und hat definiert dadurch schon mal von vornherein den Kundenkreis. Da muss man noch ein bisschen gucken, wie granuliert geht man an die Sache heran. Das heißt, zum Beispiel in meinem Fall, ich arbeite sehr viel mit Anwaltskanzleien zusammen. Sind Anwaltskanzleien alle gleich? Die Antwort dazu ist meistens nein. Es gibt unterschiedliche Aufstellungen. Es gibt kleine Boutiquen, es gibt kleine Mittelständler, es gibt große Mittelständler, es gibt ganz, ganz große internationale Kanzleien, die alle sprechen unterschiedlichen Jargon und bieten ganz unterschiedliche Leistungen an. Das heißt, man muss sich im Vorfeld überlegen, an wen geht man ran? Und dann, was damit auch einhergeht, und das ist das, was leider viele am Anfang vergessen, habe ich die Kapazitäten, die Leute, die ich anspreche, auch tatsächlich vollumfänglich beraten oder bedienen zu können. Weil wenn ich dann einen Großauftrag reinbekomme und bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, das abzuleisten, verliere ich diese Kundenbeziehung sehr schnell wieder. Und das ist dann auch leider eine Kundenbeziehung, die auf Dauer zu sein kann. Das heißt, der erste Schritt ist die Auswahl der Kunden. Dann das eigentliche Bewerben um den Auftrag, sprich die Angebotserstellung, das Vortragen beim Mandanten oder wie wir das auch im Neudeutsch sagen, das Proposal Management. Das ist der Teil, auf den wir uns heute konzentrieren. Da geht es in erster Linie darum, wie erstelle ich ein gutes Angebot? Da gehört mit dazu, was braucht der Kunde? Was biete ich an? Verstehe ich tatsächlich den Bedarf des Kunden? Und kann ich einen Mehrwert generieren und kann ich das vor allem auch glaubhaft transportieren, dass das beim Kunden ankommt? Dass er tatsächlich etwas davon hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann würden wir auf den nächsten Punkt kommen. Das ist dann die Interaktion. Das heißt, wenn ich den Kunden betreue, wie gehe ich mit dem Kunden um? Was gehört damit dazu? Was bedeutet das eigentlich, one face to the customer zu sein? Bis hin dann eben zum Abschluss. Das ist dann das Ende von der Proposal-Strategie. Wenn ich den Abschluss erfolgreich eingeleitet habe, heißt das, ich werde beauftragt und ich kann tatsächlich die Dienstleistung erbringen oder das Produkt verkaufen. Wir konzentrieren uns heute über diesen Learning for Lunch auf das Bewerben um den Auftrag, sprich die Erstellung des Proposals, das Angebot und die Präsentation beim Kunden. Über mich ist ein bisschen was schon gesagt worden, was vielleicht interessant ist. Ich bin ursprünglich ein Steuergewächs, das heißt, ich habe Steuerrecht studiert. Ganz, ganz faszinierende, spannende Materie. Ist tatsächlich nicht ganz so trocken, wie man meint. Aber ich bin aus der Steuerberatung herausgewachsen. Ich habe 6 Jahre lang bei einem internationalen Großkonzern in der Steuerabteilung gearbeitet, bin dann gewechselt in die Strategie- und Marketingabteilung, habe dann dort ein kleines Team übernommen, habe die Angebotserstellung
verantwortet, bin anschließend dann eben bei Rechtsanwaltskanzleien im Einsatz gewesen, bis hin zur Finanzdienstleistungsbranche. Das war die letzte Station, bevor ich mich entschieden habe, das, was ich mache, was in den Firmen immer wieder gut ankommt, als Selbstständiger anzubieten und dann mit unterschiedlichen Firmen zusammenzuarbeiten und sich nicht nur auf eine zu konzentrieren. Ich bin Mediator, Coach, Gründer und spreche regelmäßig vor unterschiedlichen Publikum zu den Themen, die wir gerade angerissen haben. Und ich glaube, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein, wer ich bin. Wichtiger sind, glaube ich, die konkreten Tipps und Tricks zur Erstellung eines Angebots. Jetzt, jedes Angebot folgt immer einem bestimmten Prinzip. Es beinhaltet, muss man dazu sagen, ein gutes Angebot, beinhaltet immer 5 Komponenten. Und das sind immer die gleichen Komponenten in unterschiedlicher Ausgestaltung. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, hilft einem das sehr, sehr stark, wenn man selber ein Proposal erstellen muss, um die Gliederung vorher durchzugehen, um sich Gedanken zu machen, was der Kunde braucht und wie ich dann an die Sache rangehe. Die Elemente eines Angebots sind in erster Regel, was biete ich an? Das ist der erste Punkt. Das ist insofern wichtig, weil das ist natürlich die Aufgabe. Ich muss dann erklären können, was genau beinhaltet meine Dienstleistung? Was genau beinhaltet mein Produkt? Und je schärfer ich da bin in der Abgrenzung, desto mehr habe ich die Chance, einen Kunden tatsächlich von mir zu überzeugen. Wenn ich sage, ich verkaufe Obst, ist das gut. Wenn ich sage, ich verkaufe Südfrüchte, ist das besser. Und wenn ich genau bezeichnen kann, was ich mache, dann kommen auch tatsächlich die Kunden zu mir mit der Erwartungshaltung, genau dieses Produkt von mir erwerben zu können. Der zweite Punkt, wer bin ich? Das ist insofern sehr, sehr wichtig, weil es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nur ihr habt die Skills und das Auftreten und das Know-how am Markt, was ihr persönlich mitbringt. Das heißt, wenn ich ein Angebot erstelle und ein Team vorstelle, ist jeder Einzelne in diesem Team ein Unikat und damit ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ganz, ganz wichtig für eine Vertrauensbasis, die man aufbaut, dass man dann transportieren kann, warum bin ich der richtige Ansprechpartner für genau dieses Thema? Warum kann ich dieses Produkt liefern oder diese Dienstleistung anbringen? In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, und das geht damit einher, wie arbeite ich? Das wiederum ist etwas, da spricht man in aller Regel über die Referenzen. Interessant ist, es gibt unterschiedliche Referenzen von der Wertigkeit. Das heißt, wenn ich sage, ich kann das, ist das ganz gut. Wenn jemand anderes sagt, der Adrian kann das, ist das in der Regel besser, weil ich damit eigentlich auch schon ein Zeugnis ausgestellt bekomme. Und die Königsdisziplin in dem Zusammenhang ist tatsächlich, wenn ihr ein Produkt verkaufen wollt oder eine Dienstleistung und ihr habt Kunden, die sehr zufrieden mit euch waren, und diese Kunden geben euch ein Feedback, ein Review und sind auch damit einverstanden, dass ihr das teilt. Dann habt ihr eine Art Case Study, die ihr verwenden könnt. Und das ist tatsächlich das beste Aushängeschild. Und wenn ihr euch umguckt in der Werbebranche überall, ihr kriegt ja immer auch jemanden dann vorgestellt, der besonders gut aussieht, der besonders erfolgreich ist, der für bestimmte Werte steht. Das sind die Werbeträger, mit denen dann die Produkte beworben werden sollen. Derjenige, der dann gezeigt wird, sei es jetzt Daniel Craig mit der schicken Uhr, hat ja mit Uhrenbauer überhaupt nichts zu tun. Aber er transportiert dieses Bild. Das heißt, wie arbeite ich? Das bezieht sich auf die Referenzen. Wie gehe ich an die Sachen heran? Habe ich das, was ich anbiete, schon mal gemacht? Und kann ich das glaubhaft auch vermitteln? Der nächste Punkt, der vierte. Wie viel kostet es? Gehe ich an der Stelle gar nicht zu sehr drauf ein. Einer meiner Freunde und Geschäftspartner, der Dirk Eilers, ist Pricing-Spezialist. Der hat an der Stelle ja auch schon mal bei Lunch and Learn gesprochen. Deswegen gehe ich da nicht wild in seinem Gebiet. Aber es ist natürlich ein elementarer Bestandteil von jedem Pitch. Man kann nicht pitchen, ohne ein Preisschild dran zu hängen. Und man kann keinen Preis in den Markt werfen, ohne dass man den verkaufen kann. Das heißt, das Proposal und der Preis, die sind immer miteinander verbunden. Es gibt keine Möglichkeit, das komplett getrennt voneinander zu betrachten. An der Stelle, ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel auch, wenn ich jemanden als Kunde gewinnen möchte, der Meinung ist, er braucht einen Nachlass, dann reden wir ausschließlich über den Preis. Und das ist verkehrt. An der Stelle macht es am meisten Sinn, direkt zu sagen, okay, der Preis entspricht dem Angebot. Wenn das insgesamt niedriger liegen soll, dann müssen wir auch gucken, welche Teile der Leistung oder welche Teile des Produkts lassen wir weg, damit das wieder ein faires Angebot wird.
Das heißt, nie einfach nur über eine Sache sprechen, nämlich den Preis oder das Angebot, sondern immer in Kombination. Das bringt mich zum fünften Punkt. Das Weshalb biete ich. Spätestens seit den sehr, sehr beliebten TED-Talks auch von Simon Sinek, Start with Why, ist das was, was jeder von uns schon mal gehört hat, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wenn ich irgendwo hingehe und einfach nur mein Angebot versuche anzubringen, schaffe ich es nicht, die Botschaft so rüberzubringen, dass jemand auf der Gegenseite tatsächlich einen Bedarf darin sieht, in aller Regel. Sondern was bedarf es? Man muss etwas wecken, man muss eine Begehrlichkeit wecken. Also es geht nicht darum, dass man jemandem was aufschwätzt, sondern es geht eben darum zu erkennen, welcher Kunde hat eine bestimmte Sorge, einen bestimmten Need und wie kann ich den erfüllen? Warum biete ich das jetzt an? Super Beispiele dafür sind, etwas anzubieten in einem Bereich, wo es überhaupt nicht hingehört, macht gar keinen Sinn. Das ist wie so wie dieses berühmte Beispiel, einen Kühlschrank am Nordpol zu verkaufen. Es besteht kein Bedarf. Und warum biete ich den Kühlschrank dort an? Und dann ist wahrscheinlich die Antwort, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Was braucht der Kunde konkret und wie macht man das? Ein super Beispiel dafür kommt tatsächlich von Harley Davidson. Da hat der Vertriebsleiter mal gesagt, wir verkaufen ein Lebensgefühl. Das Motorrad gibt es kostenlos dazu. Und das ist das, was tatsächlich dann auch euch helfen kann, euer Angebot so zu gestalten, dass ihr euch ein bisschen von dem Produkt und von der Leistung löst und darauf eingeht, was der Kunde tatsächlich braucht. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ihr eine Software anbieten wollt für Buchhaltung, nur als Beispiel. Es geht euch ja nicht um die Software. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht euer Lebensblut und Herzblut in diese Aufgabe gesteckt, eine Software zu entwickeln für Buchhaltungssysteme. Aber warum geht das tatsächlich? Es geht darum, das ist ein Thema, was bei vielen Firmen relevant ist, was meistens ein Painpoint ist. Das dauert sehr viel Zeit. Es ist ein Zeitenanspruch. Es dauert nicht nur lange, die Sachen einzutragen. Es dauert auch lange, das zu übermitteln. Das heißt, je angenehmer und je einfacher ich das gestalten kann, desto mehr kann ich den Kunden an der Stelle unterstützen. Das heißt, wenn ich die Software für Buchhaltungssysteme an den Markt bringen möchte, sollte ich nicht über das System sprechen, sondern worüber? Über die Zeitersparnis, darüber, dass man viele von diesen Painpoints wegnimmt, dass man Schnittstellen bieten kann, zum Beispiel zur Bank oder zum Finanzamt, sodass das insgesamt eine Erfahrung wird, die dem Kunden zugutekommt. Das Ganze, alles, was wir jetzt besprochen haben, ist immer eingebettet, und das ist der Punkt, wo BDNext wieder greift, entlang der Relationship. All diese Punkte sind ganz elementar damit verwurzelt, wie komme ich bei meinem Kunden an und welche Kundenbeziehung pflege ich mit meinem Kunden. Wenn ich über den Preis spreche zum Beispiel, in dem Moment, wo ich eine Kundenbeziehung habe, die tatsächlich belastbar ist und tragfähig, und das ist ein Kunde, der sehr gerne mit mir zusammenarbeitet, der spricht mich offen und direkt darauf an, wenn er das Gefühl hat, dass da was nicht stimmt. Das heißt, je besser die Relationship, desto weniger habe ich Probleme mit den einzelnen Punkten. Der beste Kunde ist derjenige, der mich anspricht und sagt, hör zu, wir stehen im Moment wirtschaftlich ein bisschen schlechter da. Wir haben nicht die Ressourcen, die wir die ganze Zeit auch hatten. Das Budget ist ein bisschen kleiner geworden. Wir wollen nach wie vor zusammenarbeiten. Können wir an dem Preis was machen oder können wir es irgendwie einschränken? Wenn ich da bin, habe ich einige Painpoints weniger, weil alternativ dazu kündigt er einfach den Vertrag und das hat mit dem Budget zu tun und ich werde es nie erfahren, ob er jetzt unzufrieden war oder nicht. Das heißt, wenn ich wirklich eine verlässliche Kundenbeziehung aufbauen möchte, dann sind das die Punkte, die entlang dieser Kundenbeziehungen zu beachten sind. Und je stärker die Kundenbeziehung, desto stärker ist nach hinten raus auch der Umsatz, den ich erzielen kann, weil ich eben auch eine Planungssicherheit habe. Wenn wir über die Erstellung von Angeboten sprechen, habe ich einige Do's und Don'ts zusammengeschrieben. Wenn wir, und da geht es jetzt in erster Linie um die Erstellung eines schriftlichen Angebots. Das heißt, wie gliedere ich es, was nehme ich mit rein? Wir haben ja eben gesagt, es sind immer 5 Punkte, die in jeder Angebotserstellung berücksichtigt werden müssten. Und dann ist es ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn ich mit dem Kunden spreche, zuhören und Fragen stellen. Wirklich verstehen, was sind die Pain Points des Kunden. Nur dann kann ich das Proposal auch so erstellen, dass es genau das trifft, was der Kunde tatsächlich braucht. Was ich auch immer machen sollte, was ganz oft vergessen wird, ist, wenn ich ein gutes Proposal habe, was auch schon 2-3 Mal eingereicht worden ist bei unterschiedlichen Kunden und hat zum Abschluss geführt, ist das kein Garant dafür, dass dieses Proposal immer ein Winning Proposal ist. Warum? Es kommt ganz darauf an, wen ich anspreche. Das soll der nächste Punkt dann beschreiben, mit dem Empfängerhorizont definieren.
wenn ich mit jemandem auf dem C-Level spreche, sprich einem CEO, einem CFO, also einem Entscheidungsträger, der sehr, sehr wenig Zeit hat, um sich die einzelnen Produkte anzugucken, um sich alles komplett erklären zu lassen, brauche ich immer eine Executive Summary am Anfang dieses Proposals. Spreche ich mit jemandem von der Fachabteilung, kann ich sehr stark ins Detail gehen. Spreche ich mit jemandem aus dem Compliance-Bereich, kann ich mir das alles sparen, dann geht es mehr um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit von dem Angebot. Das heißt, mit wem spreche ich, wer liest mein Angebot? Und daraufhin sollte ich ausrichten, wie ich das Ganze erstelle. Auch ganz wichtig, klare Botschaften senden und genau sagen, was man meint. Ganz, ganz schlecht sind diese Formulierungen, ich habe eine mit aufgenommen, vertrauen Sie uns, Sie werden zufrieden sein. Und dann kommt das Preisschild, 3.000 Euro. Und keiner weiß, was genau bedeutet das denn? Also ganz klar sagen, der Meilensteinplan, was werden wir bis wann erreicht haben, wo stehen wir dann nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Monaten, was ist das Endziel und wie viel kostet das? Nur dann kann man zum Beispiel auch später eine ordentliche Preisdiskussion führen, weil man dann eben auch die einzelnen Abschnitte kennt und kann die einzelnen Abschnitte bepreisen. Ganz wichtig in der Zusammenhang mit Vermeidung, was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Keine Annahmen treffen. In dem Moment, wo ich mit Annahmen arbeite, besteht immer die 50-50-prozentige Chance, dass ich daneben liege. Also nicht versuchen, sich vorzustellen, was der Kunde braucht, sondern nachfragen, aktiv mit dem Kunden sprechen. Auch wichtig, wenn es eine öffentlich-rechtliche Ausschreibung ist, es gibt einen Ausschreibungskatalog, da steht genau drin, was ich mich halten muss. In dem Moment, wo ich gegen diese Regeln verstoße, bin ich automatisch raus. Da muss ich auch kein Proposal-Dokument mehr einreichen. Ganz wichtig, was sind die Eckpunkte und wie wichtig sind die zu gewichten? Immer berücksichtigen, wenn ich dann tatsächlich das Angebot erstelle. Dann so ein paar Klassiker, nicht im Nominativ-Stil schreiben oder nicht im Konjunktiv-Stil schreiben. Das sind einfach, jeder von uns kennt das, ich kenne das auch noch von damals von der Masterarbeit. Man schreibt dann Zugehörigkeitssyndrom, Preisstrategie und wirft mit diesen Worten um sich, aber da steht nichts dahinter. In dem Moment, wo ich ein Wort mit reinschreibe im Nominativ-Style, muss ich hintendran auch erklären, was meine ich damit. Am besten direkt aktiv schreiben und sagen, was man macht. Das heißt, nicht nur Effizienzerhöhung schreiben, sondern sagen, wir helfen Ihnen, eine höhere Effizienz zu erzielen, indem wir XXX aktiv beschreiben, was wir genau machen und nicht im Konjunktiv schreiben. Das heißt, wir würden, wir könnten, wir müssten, sondern ganz klar sagen, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir an der Stelle anfangen. Wir machen erst das, dann das, dann das und so konkret wie möglich bleiben. Auch zu vermeiden ist, dem Kunden etwas zu erzählen, was der bereits weiß. Das ist ein reiner Lückenfüller. Das macht man normalerweise, um so ein bisschen zu versuchen, dem Kunden zu vermitteln, dass man ihn verstanden hat. Aber das tut überhaupt nicht Not. In dem Moment, wo ich dann sage, Sie haben sich bei uns gemeldet, um das und das Produkt zu bewerben, erzähle ich ihm etwas, was er bereits weiß und stehe ihm damit eigentlich nur die Zeit. Ein gutes Angebot kommt direkt zum Punkt, beschreibt genau die Punkte, die ihn interessieren und geht dann von da aus weiter. Das ist der schriftliche Teil. Wenn wir über den schriftlichen Teil sprechen, müssen wir automatisch auch über den Teil sprechen, der ein bisschen attraktiver ist, aber auch gleichzeitig etwas komplizierter, die Kundenpräsentation. Es ist so, durch verschiedene Studien ist nachgewiesen worden, jede Botschaft, die wir empfangen, kann man aufteilen in drei unterschiedliche Felder, die bei uns ankommen. Diese drei Felder sind, grob gesprochen, die Musik, die Worte und der Tanz. Konkret bedeutet das, alles, was ich jemandem vermitteln möchte, packe ich einmal in die Tonalität, das heißt das, wie ich spreche, was kann ich vermitteln, welche Worte benutze ich, kann ich mit der Stimme ein bisschen spielen, nutze ich unterschiedliche Lautstärken, ist es interessant, wie ich erzähle, dann die Worte, das ist der klassische Inhalt, was ist der Inhalt, den ich transportieren möchte. Ist das interessant? Spreche ich mit den richtigen Leuten für den Inhalt, den ich transportieren möchte? Und letztendlich der Tanz, was so viel bedeutet wie der Ausdruck, die Art und Weise zu präsentieren, die Bühnenpräsenz, aber auch alles drumherum. Wie begebe ich mich in Geschäftsgebaren, wenn ich mit dem Kunden spreche? Und an der Stelle ganz kurz, geht mal in euch und überlegt mal für euch, wenn ihr das aufteilen würdet. Angenommen, jede Botschaft, die wir senden, wird über Musik, Worte und Tanz in der Ausgestaltung, was ich eben kurz erläutert habe, vermittelt. Was glaubt ihr, um bei 100% anzukommen? Wie groß ist der jeweilige Anteil der Botschaft bei der Vermittlung?
Das heißt, wie viel Prozent macht die Musik aus, um eine Botschaft von A nach B zu bringen? Wie viel Prozent entfallen auf die Worte? Und wie viel Prozent entfallen dabei auf den Tanz, also die Art und Weise, wie ich es präsentiere? Die Auflösung, und das kann hier jeder für sich erstmal kurz zur Seite schreiben oder sich grundsätzlich Gedanken machen, da gibt es auch keine richtige oder keine falsche Antwort im Sinne von, wie stellt man sich das vor? Die meisten werden überrascht sein. Es ist nämlich tatsächlich so, die Musik macht einen großen Anteil aus, die Worte verschwindend gering und der Anteil des Tanzes an der Übermittlung einer Botschaft ist überwältigend groß. An der Stelle kommt normalerweise dann aus der Zuhörerschaft mindestens einer, der sagt, das stimmt nicht. Und es ist auch schwer, sich das erstmal das anzunehmen, weil wir sind alle darauf geeicht, wir arbeiten mit den Worten sehr, sehr viel. Wir legen sehr viel Wert darauf, was steht, wo, an welcher Stelle, welches Wort benutze ich. Das heißt, die Worte in der Vorbereitung von Präsentationen haben eine ganz übergeordnete Rolle, meint man, in der Vorbereitung. Aber es ist tatsächlich so, bei dem Verständnis von Botschaften wird weniger auf den eigentlichen Inhalt geachtet, sehr viel mehr um das Ganze drumherum. Das heißt nicht, dass Worte egal sind. Ja, wenn ich einen Vortrag über Reifen höre, dann erwarte ich auch, dass über Reifen gesprochen wird. Aber die Frage, wie viel von dem zweistündigen Vortrag über Reifen bleibt tatsächlich bei mir hängen und wie viel davon habe ich dann auch verinnerlicht und verstanden, gehe nach Hause und am nächsten Tag kann ich das wiedergeben. Das ist eben sehr, sehr gering, vor allem, wenn ich es zum Beispiel nur durchgelesen habe. Was viel stärker bei mir ankommt und mich viel stärker bindet, ist die Art und Weise, die Tonalität, die Musik. Das heißt, wenn jemand es schafft, mich zu begeistern, wenn er über den Vortrag hinweg mit verschiedenen Arten und Weisen, wie er spricht, was er an welcher Stelle sagt, wie das Ganze vorgetragen wird, es schafft, mich dafür zu begeistern, bleibt viel mehr von dem Inhalt hängen, als es ohnehin der Fall wäre. Und beim Tanz letztendlich, das ist die Königsdisziplin, ist es wirklich so, in dem Moment, wo jemand reinkommt in den Raum, der eine gewisse Wirkung hat, höre ich ihm anders zu. Das heißt, selbst wenn die Worte im Zusammenhang gesehen weniger ausmachen als der Tanz, die Worte werden besser transportiert durch jemanden, der das gewisse Auftreten hat, der ein Vortragsredner ist, der es schafft, die Kunden für sich zu begeistern oder die Audience für sich zu begeistern. Klasse Beispiel aus der Praxis wäre an der Stelle zum Beispiel Steve Jobs. Wenn der Mann alleine auf der Bühne stand, aber nichts um ihn herum, kein Feuerwerk, keine Hintergrundtänzer, kein gar nichts, es war eine technische Präsentation, es war eigentlich sehr nüchtern, aber wenn er gesprochen hat, hat man in diesem Raum eine Nadel fallen hören. Er hatte eine unwahrscheinliche Bühnenpräsenz und jeder, der ihn mal live gesehen hat, hat anschließend gesagt, das war beängstigend, wie sehr er diesen ganzen Bühnenraum ausgefüllt hat, obwohl er mit seinen, was hat er gewogen, 70, 80 Kilo maximal, eigentlich kein sehr besonders großer, imposanter Mann war. Aber die Art und Weise, wie er vorgetragen hat, hat Bände gesprochen. Und jeder hat im Zuhörerraum darauf gewartet, dass er am Ende sein berühmtes And One Last Thing zum Besten gibt, weil das immer der Höhepunkt der Präsentation war. Und jeder hat darauf hingefiebert. Und das waren weniger die Worte, das war tatsächlich die Art und Weise, wie er es verpackt hat, wie er die Sachen angekündigt hat und auch, wie er sich auf der Bühne präsentiert hat. Nämlich mit dem ganz klaren Fokus auf sein Produkt und nichts anderes war wichtig in dem Zusammenhang. Ich habe einige Fälle mal mit aufgeschrieben, um das Ganze so ein bisschen zu verdeutlichen, weil was ich euch an der Stelle gerne mitgeben möchte, ist, wenn ihr euch auf eine Kundenpräsentation vorbereitet, löst euch auch ein Stück weit von euren Slides. Natürlich müsst ihr wissen, was auf den Slides zu sehen ist und an welcher Stelle über welches Thema sprecht, aber konzentriert ihr euch darauf, dass ihr ein ordentliches Setting schafft. Wenn ihr präsentiert, an welcher Stelle wollt ihr energetisch wirken? Wie möchtet ihr die Sachen rüberbringen? Ich habe als Beispiel mit aufgeschrieben, jetzt in diese Präsentation, das ist einmal die Intonation, die Lautstärkenvariante. Das hat aber auch damit zu tun, dass man aufsteht, dass man lächelt, während man spricht. Es verändert ein bisschen die Tonlage, ist eine Art und Weise, wie es rüberkommt. Ein sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Kommentator die Fußballergebnisse vorliest. Dann hört man in aller Regel schon, welches Team gewonnen hat, bevor er das eigentliche Ergebnis gesagt hat. Und meistens hört man dann auch, ob der Moderator sich darüber freut oder ob er das nicht so gut findet. Achtet mal darauf, das nächste Mal, wenn Sportnachrichten durchgegeben werden, wenn es jemand ist, dessen Fußballherz zum Beispiel blutet, weil sein Verein wieder verloren hat. Man hört das anhand
von der Art und Weise, wie er spricht, bevor man das Ergebnis tatsächlich mitbekommt. Bei den Worten, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, die Worte sind natürlich wichtig. Ja? Das heißt nicht, dass die Worte überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Es ist nur aus dem Gesamtgefälle, machen die Worte den geringsten Anteil aus von dem, was beim Kunden übrig bleibt. Bitte unterscheiden, das eine ist natürlich die schriftliche Proposal-Erstellung. Das heißt, natürlich ist es sehr, sehr wichtig, wenn ich dem Kunden etwas in die Hand gebe, was er selber liest, dass da die Worte ein viel höheres Augenmerk haben. Hier geht es vor allem um die Präsentation, wie transportiere ich die Inhalte. Der Tanz ist deshalb so wichtig, weil, ich gebe ein Beispiel, bevor wir in den Kasten gemeinsam reingucken, wenn ich mit jemandem einen Termin habe und dieser jemand sitzt in der Ecke, hat mir nicht die Hand gegeben, schaut mir nicht in die Augen und erzählt etwas und die Hälfte davon verstehe ich nicht, weil er in seinen nicht vorhandenen Bart reinluschelt, dann kann das der absolute Experte in seinem Bereich sein. Und trotzdem habe ich kein gutes Gefühl, mit dieser Person zusammenzuarbeiten, weil ich nicht das Gefühl habe, wir sind auf Augenlevel, wir verstehen uns nicht wirklich gut, da fehlt mir das Vertrauen. Also, wir erinnern uns an die zwei Slides vorher zurück, die Relationship. Wenn ich keine Beziehung mit jemandem aufbauen kann, habe ich auch kein großes Interesse, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Da gehört mit dazu, und jetzt springen wir in den Kasten rein, die Sitten und Manieren, das Geschäftsgebaren. Das heißt, dass ich pünktlich zum Termin erscheine, dass ich angemessen angezogen bin. Da gehört auch mit dazu, dass ich mich ordentlich begrüße, zum Beispiel per Händedruck. Das Auftreten, die Präsenz, die Körpersprache, auch der Augenkontakt, wenn ich spreche, Lächeln, Nicken, aktives Zuhören, nicht an der Stelle, wenn ich selber nichts zu sagen habe, am Handy gucken, sondern tatsächlich dann auch beim Kunden bleibe. Das ist so wichtig. Das macht unwahrscheinlich viel aus, ob der Gegenüber das Gefühl hat, es war eine gute Präsentation oder eine schlechte Präsentation. Jetzt aus gegebenen Anlass, ich war selber gestern in Frankfurt bei verschiedenen Kundenterminen unterwegs. Und das Problem, was wir im Moment alle haben, ist die Corona-Situation. Da ändert sich natürlich ein bisschen was. Es wird um einiges schwieriger, weil gerade der Tanz und auch die Musik sehr eingeschränkt werden. Wir sitzen an dem Bildschirm, wir machen viel online. Gestern war ich tatsächlich noch beim Kunden vor Ort, live. Und das ist eine komische Situation, weil man begrüßt sich natürlich im Moment nicht mit Handschlag. Man hält einen Abstand. Und dann ist es auch so, der eine lächelt verlegen von Weitem, der nächste streckt den Ellbogen aus und gibt den Ellbogencheck. Wieder jemand anderes bleibt sitzen, weil er sagt, ich würde ja zu Ihnen kommen, aber ich glaube, es ist besser, wir behalten die Distanz. Das sind alles Sachen, die eigentlich früher unfreundlich gewertet worden wären, die jetzt irgendwie normal sind. Was ich gestern gemacht habe, was mir persönlich dann geholfen hat, als diese Situation dann da war, und für jeden ist das irgendwie ein bisschen komisch, aber wir alle arrangieren uns damit, ich habe es offen angesprochen. Ich habe ihm gesagt, das ist eine ganz blöde Situation. Wir wissen gar nicht genau, was die richtige Etikette ist. Ich schlage vor, und dann habe ich einfach versucht, dem Ganzen ein bisschen Rahmen zu geben, indem ich dann als Vorschlag gegeben habe, dass wir uns vielleicht dann wirklich aus der Distanz mit Winken begrüßen, dass alle wissen, warum das im Moment gerade der Fall ist. Und wenn die Präsentation nachher rum ist, dass wir vielleicht auch alle mit dem Mundschutz gemeinsam aus dem Raum rauslaufen, dass wir mit unterschiedlichen Fahrstühlen wieder ins Erdgeschoss fahren. Und in dem Moment, wo man es ausgesprochen hat und in die Runde guckt, sieht man dann nickende Gesichter. Der eine oder andere hat vielleicht noch einen Einwand. Oder jemand fragt, ist es in Ordnung, wenn wir die Maske dann am Tisch abnehmen, wenn wir auseinandersitzen. Man spricht drüber, man hat dann ein Spielfeld gemeinsam definiert und von da aus geht es weiter. Also wenn etwas unklar ist oder wenn man selber in einer blöden Situation ist, gerne ansprechen und den Elefanten im Raum benennen. Und damit kommen wir auch zu dem vermeintlichen Höhepunkt von dieser Präsentation, dem 5 Millionen Euro machen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das ist eine echte Geschichte. Das heißt, das ist nichts Erfundenes oder auch theatralisch in Szene gesetzte Geschichte, sondern der 5 Millionen Euro machen, da geht es um Folgendes. Ich habe als Proposal Manager für eine internationale Beratungsgesellschaft gearbeitet. Und in dem Zusammenhang haben wir eine Ausschreibung bekommen, da ging es um insgesamt 5 Millionen Euro Revenue. Das heißt, ein Umsatzvolumen von 5 Millionen Euro. Wir haben uns darauf beworben. Außer uns waren noch drei andere große Firmen mit im Rennen, die sich auch auf diese Ausschreibung beworben haben. Und dann geht es eben los mit all dem, was wir eben besprochen haben im Vorfeld. Ja, wir machen da verschiedene Screenings, wir haben Analysen gefahren, wir haben das Angebot erstellt, wir haben geguckt, was ist unsere Dienstleistung, wie können wir uns differenzieren, haben das aufgebaut, haben das Angebot erstellt, haben es eingereicht, haben dann auch die Zusage bekommen, dass das Angebot gut angekommen ist und dass sie uns gerne persönlich kennenlernen möchten. Das heißt, wir kommen in den zweiten Teil von unserer Präsentation in die Kundenpräsentation. Auch das vorbereitet und dann zum Kunden gefahren und uns vorgestellt. Wir haben den Auftrag nicht bekommen.
Jemand anderes hat uns ausgestochen und weil ich damals in dem Umfeld auch sehr gut vernetzt war, wusste ich, wer der Proposal Manager auf der anderen Seite ist. Habe ihn angerufen und habe gesagt, hier jetzt mal unter uns, was hat denn den Ausschlag gegeben? Wie habt ihr uns denn da aus dem Rennen geworfen? Weil geht natürlich auch einem persönlich an die Ehre, man hat viel Zeit investiert. An welcher Stelle hätten wir denn was besser machen können? Und dann hat er mir erzählt, wie der Termin abgelaufen ist. Seine Firma, die Vertreter seiner Firma, kamen zu einem Nachmittagstermin zu dem Kunden. Der Kunde ist erst seit kurzem in den Geschäftsräumen, in denen er jetzt mittlerweile ist. Das heißt, es war ein groß angelegter Umzug. Man konnte aus den regionalen Nachrichten erkennen, dass die Firma jetzt gerade umgezogen ist. Und eines der Highlights von diesem Neubau, in den sie eingezogen sind, war, es gab eine Betriebskantine, die mehrere tausend Essen in einer Live-Küche präsentieren konnte. Und das war was, wo die Lokalnachrichten haben darüber berichtet. Es ist in der FAZ erwähnt worden. Das war ein ganzes Konzept. Man hat sich dafür Mühe gegeben. Und das sollte auch so ein bisschen das Aushängeschild von diesem Attraktivitätsstandort sein. Jetzt war es nur so, und das konnte man auch der Presse entnehmen, die Bauarbeiten waren längst nicht abgeschlossen. Der alte Mietvertrag ist allerdings schon ausgelaufen. Das heißt, die Firma musste einziehen, obwohl das Gebäude noch nicht fertiggestellt war. Unter anderem diese prestigeträchtige Kantine war überhaupt nicht einsatzbereit. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Die sind zum Termin gegangen. Die waren auch gut vorbereitet. Die haben auch ein gutes Angebot eingerichtet. Was haben die gemacht? Die haben Picknickkörbe mitgebracht mit Muffins und Kaffee in Thermoskannen. Dann haben sie sich vorgestellt und haben gesagt, ich hoffe, das ist okay. Wir haben aus den Nachrichten entnehmen können, dass ihre Kantine im Moment noch sehr eingeschränkt ist. Und das ist ein langer Meetingtag für sie. Sie haben wahrscheinlich vormittags angefangen, mit unseren Mitbewerbern zu sprechen. Das haben wir einen Nachmittagstermin. Wir wollten keine Umstände generieren und haben uns einfach erlaubt, wir haben ein bisschen was mitgebracht zum Kaffee trinken, Muffins und Kaffee. Wir würden das einfach hier hinstellen, Sie greifen bitte zu, wir schenken den Kaffee aus und dann können wir direkt starten. Was dann passiert ist, die erste halbe Stunde von dem Meeting hat der Kunde sich mit dem Beraterteam darüber ausgelassen, was alles schiefgehen kann bei einem Umzug. Der Berater konnte wiederum berichten, als sie damals umgezogen sind, waren das und das die Schwierigkeiten. Man hat einen gemeinsamen Ground gefunden, hat sich darüber unterhalten. Nach circa einer halben Stunde hat dann der Kunde, der mit Muffin und Kaffee ausgestattet war, gesagt, oh, wir sollten vielleicht auch noch über das Angebot sprechen. Wir haben nämlich nach hinten raus noch weitere Bewerber. Die haben das Angebot vorgestellt, die haben tatsächlich dann auch den Zuschlag bekommen. Das heißt, der Muffin-Gedanke hat dazu geführt, dass sie mit 5 Millionen Euro Umsatzvolumen aus diesem Auftrag dann rausgegangen sind. Jetzt, die Moral von der Geschichte ist nicht, dass man Backwaren zu jedem Meeting mitnehmen sollte. Es geht gar nicht so sehr um diesen einen speziellen Muffin. Worum es geht, ist der Research, der im Vorfeld in diese Kundenbeziehung reingeflossen ist. Man hat sich Gedanken gemacht, man kannte die Situation des Kunden. Man wusste auch, dass die Mitbewerber wahrscheinlich ein ähnlich gutes Angebot einreichen werden. Das heißt, um sich da zu differenzieren, braucht man etwas, was ein bisschen über das hinausgeht, was man allgemeinhin in das Proposal reinpacken würde. Und da war an der Stelle jetzt eben die Idee gewesen, dass man auf die Kundenbedürfnisse eingeht, indem man einen Picknickkorb vorbereitet, den man damit hinbringt, was an der speziellen Situation natürlich auch ausgezeichnet funktioniert hat. Und das hat im Endeffekt tatsächlich dazu geführt, dass der Kunde sich vorstellen konnte, mit diesen Beratern zusammenzuarbeiten, der ihn offensichtlich versteht, sich die Mühe macht und die extra Meile geht. Und alles andere war dann im Grunde genommen reine Formsache. Damit sind wir am Ende von meinem Lunch-and-Learn-Vortrag. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was transportieren konnte und dass das insgesamt auch kurzweilig war, Spaß gemacht hat. Und ich glaube, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um auf einige Fragen einzugehen. Und liebe Lina, dann würde ich an der Stelle ganz gerne wieder an dich übergeben. Vielleicht kannst du das Ganze ein bisschen moderieren. Ja, super. Vielen lieben Dank für den tollen Input und die wunderschöne Geschichte am Ende. Das war ja mega spannend und das zeigt mal wieder, dass es sehr sinnvoll ist, auch mal die Extrameile zu gehen. Ne? Absolut, ja. So, wenn du jetzt den Bildschirm wieder freigeben würdest, dann sieht man uns dann auch wieder besser. Super. Ihr könnt gerne Fragen in den Chat schreiben.
Wenn ihr Fragen habt, ich habe nämlich ein paar. Vielleicht während die anderen da noch tippen, würde ich dich fragen, was glaubst du denn jetzt gerade auch wegen der aktuellen Situation? Das hast du ja erwähnt, es ist ein bisschen schwieriger, jetzt auf den Kunden direkt zugehen zu können. Da fällt das Thema Tanz und Musik oft etwas weg. Ja. Was würdest du denn empfehlen, wenn wir jetzt wirklich alle darauf angewiesen sind, online unsere Angebote an den Mann zu bringen? Wie würdest du empfehlen, wie wir damit umgehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich am allermeisten darauf achten, dass man kein Kasperletheater macht. Also wir sind alle eingeschränkt in der Situation, das ist auch allen bewusst. Wenn man jetzt versucht, das Ganze auszublenden und sehr, sehr kreativ ist und versucht vor dem Bildschirm zu tanzen, um das Ganze auszugleichen, kommt nicht gut an. Man muss schon irgendwo authentisch bleiben, aber eben auch das Ganze Bananen nennen. Was zum Beispiel helfen könnte, ist, dass man im Hintergrund eine Präsentation zeigt. Oder es gibt im Moment ja auch eine ganze Menge verschiedene Bildschirmhintergründe, die genutzt werden können. Da sieht man auch schon bei dem einen oder anderen, je nachdem, welchen Bildschirm er ausgewählt hat, was er transportieren möchte. Ist das jemand, der sehr ernst ist und in dieses Meeting reingeht? Ist das jemand, der das auflockern möchte? Das heißt, wenn ich darauf angewiesen bin, vor der Kamera jetzt tätig zu sein, offen ansprechen, dass man ganz gerne auch was anderes bieten möchte, dass man im Moment aber auf die Kamera dann beschränkt ist und dann in dem Zusammenhang trotzdem versuchen, authentisch zu bleiben. Ja? Vorher durchlüften, dass man sich wohlfühlt, dass man im aufgeräumten Raum sitzt. Und das würde ich an der Stelle mit auf den Weg geben, was für mich eigentlich der beste Weg im Moment ist. Ja, absolut. Gute Tipps. Finde ich auch, dass es jetzt im Homeoffice muss, ich sehe es oft, dass man manchmal sieht, die Leute sitzen im Dachspeicher oder unten im Keller, weil die Familie noch im Haus ist und dann ist es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da wird jetzt momentan in vielen Häusern umgebaut, nochmal, um über ein schönes Homeoffice zu machen. Was glaubst du denn, oder beziehungsweise hast du ein paar gute Tipps oder einen Rat an diejenigen, die ja, jetzt vielleicht anfangen mit Angeboten schreiben, die ersten Steps, in welcher Reihenfolge sie mit dem Kunden interagieren soll, weil ich glaube, das ist auch diejenigen, die das erste Mal einen Manager ansprechen wollen mit ihrem Angebot, schwierig direkt zu wissen, wie ticken diese Leute, wie muss ich mich verhalten oder vielleicht, wenn ihr in neuen Branchen reingeht, wie testet ihr euch ran, wie ihr diesen Tanz mit den Personen machen könnt? Ja, das kommt immer auch ein bisschen darauf an, mit wem man dann zu tun hat. Das heißt, ich habe ja eingangs gesagt, ich arbeite sehr viel mit Anwälten zusammen. Da ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, ich kann nicht in Jeans und T-Shirt dahin kommen. Ich kann noch so kompetent sein. Ich werde nur tatsächlich ernst genommen, wenn ich im Anzug sitze, wenn ich mich auf die Art und Weise ausdrücke, wie die Anwälte das auch tun. Man muss gucken, dass man so ein bisschen auf Augenlevel kommt. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mit einem Obst- und Gemüsehändler zusammengearbeitet, habe dem geholfen, intern die Prozesse ein bisschen aufzusetzen. Wenn du da mit Anzug reinkommst, läufst bei denen in die Lagerhalle. Das funktioniert auch nicht. Die Leute haben dann auch Angst, mit dir zu sprechen. Die wissen nicht genau, wie sie sich einschätzen sollen. Das heißt, du baust automatisch dann Distanz auf, die du gar nicht haben willst. Das heißt, authentisch sein, in dem Moment an die Leute rangehen, so wie du tatsächlich dann auch dich wohlfühlst und dich vorher darauf einrichten, was ist das für eine Branche, in der du sprichst. Ich habe im Chat gerade eine Frage gesehen von Jeanette. Ich lese es mal laut vor für alle. In welcher Form sollte man ein Angebot denn einreichen? Wir haben bei einer ehemaligen Kundin nochmal angeklopft, die sehr positiv darauf reagierte und auch in einem Auftrag im Kopf hatte, sich aber jetzt nicht mehr meldet. Ist es sinnvoll, einfach nachzufragen und dabei schon eine Präsentation anzuhängen oder wirkt das zu aufdringlich? Das ist eine sehr gute Frage, Janet. Da kommt es auch auf den Einzelfall an, aber grundsätzlich, was sich bewährt hat, finde ich würde niemals etwas an den Kunden schicken, was der nicht explizit angefragt hat. Ganz einfach vor dem Hintergrund, wenn du überlegst, du bekommst am Tag 10 E-Mails, 8 davon sind Werbung. Und von diesen Werbe-E-Mails, dann hast du einen riesenlangen Anhang und vielleicht noch 15-seitiges PDF hinten dran von deiner Autowerkstatt, die gerne wissen möchte, wie zufrieden du mit dem Service bist. Das sind Zeitfresser. Und im Grunde genommen lenkt das einen von der eigentlichen Arbeit ab. Und wenn ich den Kunden zwinge, etwas zu lesen, was der nicht angefragt hat, das kann interessant sein, ich kann das treffen, aber die Gefahr besteht, ich schicke es zur falschen Zeit, der hat im Moment keinen Nerv dafür, oder er liest es sich gar nicht durch, oder er fängt an durchzulesen und wir treffen nicht genau das, was er braucht, weil wir keine Gelegenheit hatten, vorher mit ihm darüber zu sprechen. Das heißt, ich würde niemals etwas einfach nur ins Blaue an den Kunden schicken, sondern immer nur nach vorheriger Rücksprache. Das heißt, in dem Fall, wenn du ein positives Feedback bekommen hast und die melden sich nicht zurück,
Jetzt weiß ich nicht genau, in welchem Zusammenhang das war. Also wenn es jetzt aufgrund der Corona-Situation vielleicht dazu geführt hat, dass die gerne mit euch arbeiten wollen, aber im Moment vielleicht das Geld nicht haben oder einfach andere Themen haben, dann kann es sein, dass es mit der Leistung gar nichts zu tun hatte, sondern dass andere geschäftliche Gründe dafür gesprochen haben, das Ganze auf Eis zu legen. In dem Fall gibt es zwei Sachen, die sich aus meiner Sicht bewährt haben. Das erste, anrufen, mit denen sprechen, gar nicht darauf drängen, dass man jetzt einen Abschluss macht, sondern sagt, hey, wir hatten ein sehr gutes Gespräch, wir haben uns ja super ausgetauscht, ich wollte nur noch mal hören, ist alles in Ordnung, ich habe mit Ihnen die Punkte aufgeschrieben, wollen wir da nach wie vor noch drüber sprechen, wie sieht denn der Zeitplan dabei aus? Einfach vorsichtig und höflich nachfragen, dann kriegt man anschließend die Antwort, mit der man arbeiten kann. Das Zweite, was ich auch schon gemacht habe, was auch gut angekommen ist, dass man einen persönlichen Brief schreibt. Und dann kann man zum Beispiel, es gibt Karten, die man vorbereiten kann. Da stehen die eigenen Kontaktdaten mit drauf. Und ich kann aber handschriftlich schreiben. Und kann dann zum Beispiel schreiben, wir haben mal nichts voneinander gehört. Wir haben das letzte Mal an dem Tag miteinander geschrieben. Ich hoffe, Ihnen geht's gut in diesen schwierigen Zeiten und würde mich freuen, wenn wir zukünftig weiterhin in Kontakt bleiben. Freundliche Grüße. Dann liegt es auch an dem Kunden, darauf zu reagieren. Der kann sich ja mit einer E-Mail melden. In dem Fall hat er sich tatsächlich dann eine Woche später bei mir gemeldet mit dem Betreff Sorry für die späte Rückmeldung. Genial, das ist clever. So, Janet, konnten wir deine Frage beantworten? Da kommt Adrian deine Frage beantworten. Ich sehe hier noch eine von der Martina. Gibt es noch Tipps, wenn die Angebotslegung rein schriftlich erfolgt? Ich habe ein Premium-Haarpflegeprodukt. Diese werden zwar zu 80% online vertrieben, aber ich möchte regional auch Stores ansprechen. Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Was genau ist die Frage? Ob es noch Tipps gibt bezüglich der Angebotslegung rein schriftlich. Also wenn Sie das, so wie ich es verstanden habe, wird das im Moment nur also zu 80% nur online vertrieben. Also möchte auch Stores ansprechen und dort ihre... Ah, okay. Also quasi so in die Richtung Kaltakquise. Das heißt, Stores direkt ansprechen, auf das Produkt aufmerksam machen. Das ist wieder was, das geht ein bisschen mehr in das Marketing mit rein. Was da ganz gut funktioniert, das ist... muss ich dazu sagen, ich bin kein großer Fan, aber es hat einfach sehr gut funktioniert. Und das ist ein Beispiel, was vielleicht ganz praktisch mit dann wirkt. Es gab doch mal eine ganze Zeit lang diese Ed Hardy-T-Shirts mit den ganz bunten Aufdrucken, wo auch dieser Tiger dann mit drauf war. Und der hat tatsächlich, es ist ja ein Riesenimperium, der ist mittlerweile mehrfacher Multimillionär und ist über Nacht quasi berühmt geworden. Das Ganze begann damit, Madonna trug ein T-Shirt von ihm in der Öffentlichkeit. Ja, und dann wurde in irgendeiner Boulevardzeitschrift dieses Bild abgedruckt und unten drunter stand Ed Hardy. Und dann gingen die Anfragen los. Dann haben sich mehr und mehr Stars damit ablichten lassen. Und das Geheimnis dahinter war, er hat ganz am Anfang, als er diese Modeschöpfungskette aufgebaut hat, ganz, ganz viele Gimmicks an bekannte Leute geschickt. Zum Beispiel auch Madonna. Und hat gesagt, das sind meine T-Shirts. Ich habe das Gefühl, die würden super zu dir passen. Würde mich freuen. Ist ein Geschenk. Sie hat es getragen in der Öffentlichkeit und damit ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und dann nach und nach hat sich diese Brand daraus entwickelt. Aber das war ursprünglich der Gedanke. Das heißt, wenn Madonna sich an diesem Morgen nicht dafür entschieden hätte, dieses T-Shirt auszutragen, dann wäre diese Marke wahrscheinlich nie dahin gekommen, wo sie jetzt ist. Das ist ein Transferbeispiel. Du bist natürlich kein Ed Hardy und auch nicht in der Modebranche unterwegs. Aber was tatsächlich funktionieren könnte, ist eben Proben auch an die Stores zu schicken. Was ich immer machen würde, manchmal haben die eine Policy, manchmal dürfen die nichts annehmen, manchmal dürfen die auch nicht externe Produkte mit reinholen. Das heißt, die kriegen vom Management vorgeschrieben, wer auf der Auswahlliste steht und dass die Produkte mit den Verträgen bestehen. Das heißt, offen ansprechen, fragen, ob sie Interesse hätten, ob du was schicken darfst, nicht blind schicken. In dem Moment, wo du weißt, die dürfen solche Sachen annehmen und die haben grundsätzlich ein Interesse, das schicken und anschließend wieder mit denen in Kontakt treten. Wenn du von vornherein weißt, die dürfen das gar nicht, weil die interne Vorgaben zum Beispiel haben, dann fragen, wer denn diese Vorgaben beschreibt und ob du die Gelegenheit bekommen kannst, mit demjenigen mal zu sprechen. Vielleicht gibt es ja die Chance, dass man die Produktpalette insgesamt erweitert. Sehr schön. Liebe Martina, konnten wir auch deine Frage beantworten? Friseure dürfen alles nehmen, schreibt sie. Naja, ist doch super. Ja, super. Dann los. Freie Fahrt. Lieber Adrian, ich packe deinen LinkedIn-Account mal hier in den Chat rein, damit sich die Leute mit dir connecten können, vernetzen können. Ja, gerne. Bei weiteren Fragen dürfen die dich bestimmt auch kontaktieren, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Ich stehe auch gerne mal für einen kurzen Austausch zur Verfügung. Wir können auch ganz gerne, so wie wir es jetzt gemacht haben, einzelne Fragen einfach mal ansprechen. Keine Sorge, das führt nicht dazu, dass ich eine Rechnung stelle.
Sehr gut, alles klar, super. Dankeschön, Adrian. Das waren wirklich unglaublich tolle Tipps. Ich glaube, da können wir uns alle heute Nachmittag an den Schreibtisch setzen und unsere Angebote mal durchgehen und unsere nächsten Termine mit den Kunden nochmal neu überdenken. Ich habe auf jeden Fall für mich sehr viel mitnehmen können. Danke dafür. Und an alle, die jetzt dabei waren und sich was mitnehmen konnten an Informationen, würden wir uns natürlich über Feedback freuen. Und die Show wurde jetzt auch live aufgezeichnet und die werdet ihr dann auf YouTube sehen. Den Link packe ich euch dann auch gleich noch mit rein. Lieber Adrian, ich danke dir vielmals. Ich würde jetzt gerne noch zeigen, was wir nächste Woche beim Lunch and Learn dabei haben und teile dafür kurz eine Folie. Dann vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank auch für die aktive und rege Beteiligung im Chat. Super. Vielen, vielen Dank, Adrian. So, ich zeige euch jetzt, was euch nächste Woche erwartet. Sekunde. Und zwar haben wir Vicky Charda wieder dabei. Wer letzte Woche bei der digitalen Show mit dabei war, der hat schon einen großen Teil mitbekommen. Wir haben super viele Fragen beantworten können zum Thema rechtliche Absicherung. Wir haben aber noch mehr für euch. Und das wird nächste Woche bei Lunch and Learn stattfinden, am 5.11. Seid gerne wieder dabei. Ladet auch andere Selbstständige mit ein, die sich für dieses Thema interessieren. Und wir haben festgestellt, jeder sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn es erstmal ein bisschen unbeliebt ist. Aber es wird euch wirklich gut gefallen. Die Show war letzte Woche auch echt super mit Vicky. Deswegen meine Empfehlung an euch, nehmt dieses Wissen mit nächste Woche. Und nächste Woche haben wir auch wieder die Show und mit dem Thema Marketing-Hacks. Weitere Infos dazu findet ihr dann auf unserer Webseite. Ich packe den Link gleich alles noch mit rein und ich hoffe, dass ihr ja, unser Lunch and Learn heute wieder genießen konntet. Ich kopiere mal kurz gerade alles für euch mit rein, damit ihr auch wisst, um was es geht und auch unseren YouTube-Link habt. Schreibt uns gerne, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr auch Themen habt, die euch interessieren. Schreibt uns das gerne per Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ich freue mich über eure Nachrichten und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Donnerstag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.